Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag und freue mich, dass du wieder dabei bist. Auch in dieser Woche werden dich die Engel begleiten. Und Erzengel Michael ist auch diese Woche ganz präsent. Und er hat auch noch eine wichtige Botschaft für dich. Und welche das ist, erfährst du gleich nach dem Intro. Bleibe dran. Ja, wunderbar, dass du wieder da bist am heutigen Sonntag oder wann auch immer du dieses Video schaust. Ich freue mich sehr. Und ja, ich habe es schon erwähnt, Erzengel Michael ist diese Woche sehr präsent. Er ist in letzter Zeit sowieso viel an meiner Seite und ich spüre ihn ganz intensiv. Und er sagt auch immer wieder, wie wichtig es ist, dass wir mit ihm Kontakt aufnehmen, ihn an unsere Seite holen und mit ihm gemeinsam schaffen. Es ist sehr, sehr wichtig, gerade in dieser dunklen Jahreszeit, sagt er, dass wir immer wieder schauen und den dunklen Wesen, den dunklen, ja, der Dunkelseite Verbote erteilen, dass sie nicht immer wieder an uns herankommen oder an unsere Tiere herankommen. Ich habe eine ganz tolle Metapher bekommen. Das ist so ähnlich wie mit so, wenn ein Specht an eurem Haus hämmert. So ähnlich ist das auch mit diesen Dunkelwesen. Wir können Erzengel Michael zum Beispiel morgens rufen und uns einhüllen in sein königliches, violettes Energiefeld des Schutzes. Und dann bitte ihn auch, dich in eine goldene Schutzschicht einzuhüllen und zum Schluss in eine Spiegelschicht mit der Spiegelung nach außen, selbstverständlich, damit nur gute Energien der Wahrheit und der Liebe zu dir durchdringen können und alles andere direkt, ja, reflektiert, ne, gewirrt, gespiegelt wird und zurück zum Absender geschickt wird. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt ist es so, dass die Dunkelwesen immer wieder kommen, wie so ein Specht an deinem Haus, und dann, ja, ne, pochen sie immer wieder, kratzen immer mal wieder an dieser Energiehülle, und Erzengel Michael wehrt die natürlich ab. Doch es kann sein, und wir spüren das und dann sagen wir es wieder, wir verbieten, wir rufen die Engel an unsere Seite, schicken diese Dunkelwesen wieder weg, und das funktioniert, ne? Immer wieder funktioniert das. Dann kann es sein, dass wir ein bisschen nachlässig werden, wie bei so einem Specht, ne? Am Anfang schicken wir den immer weg und dann irgendwann ist es so, dann fliegt er schon, weißt du, bevor wir irgendwas ihn verscheucht haben, fliegt er schon. Und dann denken wir, naja, jetzt ist er ja weg, alles ist gut. Und so ähnlich ist das mit den Dunkelwesen auch. Ne? Dann vernachlässigen wir so ein bisschen unsere eigene Aufgabe und dadurch kommen sie immer wieder. Und so ganz langsam lassen wir irgendwie sie doch wieder rein in unser Energiefeld. Unbewusst natürlich. Und dann öffnen wir ganz vorsichtig irgendwo so eine kleine Tür und sie, ja, zerstören dieses Energiefeld sozusagen immer mehr, ja, weil wir ihnen irgendwo einen Raum gelassen haben. Dadurch, dass wir in die Wut geraten sind, ne? Oder ja, wir haben uns zu sehr geärgert über irgendetwas. Also wir lassen uns irgendwie wieder reinziehen und aus unserer Mitte werfen. Und deshalb sagt er, dass es so wichtig ist, ne? dass wir uns immer wieder mit ihm verbinden und ihn uns zu sich holen, uns einhüllen lassen in sein königliches Energiefeld. Das dürfen wir ruhig mehrmals am Tag tun, das sollten wir sogar mehrmals am Tag tun, weil sie immer wieder verschiedene Schlupfwinkel finden, sozusagen. Ne? Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und er sagt auch, dass er uns helfen möchte. Er unterstützt uns auch mit seiner Kraft, mit seinem Mut. Und ja, und er will uns auch helfen, dass wir zu unseren lebensverändernden Aufgaben, zu dieser, ja, Veränderung, die bevorsteht,
dass wir da gut durchkommen mit den Engeln zusammen. Genau. Ja, so sieht's aus. So viel zu Erzengel Michael, der ja, mit uns arbeiten möchte und uns unterstützen will. Und jetzt komme ich zu den Engeln, die dich diese Woche begleiten möchten, oder die uns begleiten möchten. Und ich bitte sie jetzt, zu mir herabzusteigen, mit mir in Verbindung zu treten und mir den, ja, die passenden Informationen geben für euch, für uns. Welche Engel wollen uns diese Woche begleiten und uns unterstützen zu unserem höchsten Wohl? So, jetzt darf ich aufhören. Zwei. Drei. Und direkt die vierte. Wunderbar. Ja. Ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, hä? Wer hier auftaucht. Okay, also, ihr Lieben, ihr dürft euch jetzt wieder eine Karte aussuchen. So spannend. Okay. Wenn du dich für die 1 entschieden hast, hier kommt deine Karte. Engel Opal ist diese Woche an deiner Seite. Und sie hat folgende Botschaft für dich. Deine Kinder auf der Erde und im Himmel sind glücklich. Sie werden von Gott und den Engeln wohl behütet und versorgt. Wunderschön. Also, das finde ich richtig toll, ja, dass sie hier mal einen Schutzengel zeigt. Ein Schutzengel deiner Kinder. Ganz toll. Opal sagt mir, dass sie deine Kinder mit all ihrem Sein liebt. Mit all ihren Fehlern, in Anführungszeichen. Ne? Wir wissen ja, Fehler in dem Sinne gibt es nicht. Ja, und sie sieht den Kindern natürlich auch ins Herz, in ihre Seele. Ne? Die Engel, sie sehen unsere Reinheit, unsere Göttlichkeit und unsere Liebe. Und sie sehen ja unser wahres Sein, was wir oft leider nicht hinbekommen. Und so ist es auch bei deinen Kindern. Sie sehen deine Kinder voller Liebe. Und sie möchten, dass deine Kinder ja, die Liebe noch mehr zum Ausdruck bringen. Und auch diese Göttlichkeit, die sie in sich tragen. Dabei unterstützen sie deine Kinder. Sie möchten, dass sie ihre Lebensaufgabe ganz früh erkennen und ihnen zeigen ihnen den Weg dorthin. Ja, dafür sind die Engel ja da, unsere Schutzengel. Und sie wünschen sich auch, dass auch du deine Kinder wieder mit den Augen der Liebe betrachtest. So wie die Engel das tun. Manchmal ist das im Alltag, fällt uns das halt schwer, ne? Weil die Kinder, sie hören nicht auf das, was wir sagen. Sie streiten sich untereinander oder ja, sie machen Blödsinn, wie auch immer. Erledigen die Hausaufgaben nicht, schwänzen die Schule. Es gibt so vieles, was uns dann ja, davon abhält, diese Göttlichkeit unserer Kinder zu sehen. Und da sagt Engel Opal, ja, ne, geh einen Schritt zurück, bevor du böse Worte sagst, ne, oder ja, Dinge sagst, die deine Kinder verletzen. Das gesagte Wort können wir nicht zurücknehmen. Oder könnt ihr nicht zurücknehmen, sagt sie. Also tritt einen Schritt zurück und versuche, die Göttlichkeit, die Liebe deines Kindes wieder zu sehen, zu erfassen. Das ist, ja, ganz wichtig.
Und ich habe mal von einem ganz interessanten Therapieansatz gehört, von Eltern, die verhaltensauffällige Kinder haben, wo wirklich fast kein Rankommen mehr war, wo die einfach nicht mehr weiter wussten. Ne? Die Kinder, die haben also vieles kaputt gemacht. Die waren sehr gewalttätig auch. Und da hat der Therapeut den Eltern empfohlen, jeden für sich spazieren zu gehen. Jeden Samstag oder also einmal in der Woche, 4 bis 5 Stunden lang. Ohne irgendwelche Kommunikationsmittel, ohne ein Buch oder sowas. Einfach spazieren gehen. Natürlich mit ausreichend Proviant, aber die Zeit in der Natur, am besten natürlich im Wald oder in den Bergen oder so, in der Natur verbringen, für sich allein, ohne Ablenkung. Kein Fotoapparat mitnehmen, kein Mobiltelefon mitnehmen, vielleicht kann man eins mitnehmen für den Notfall, welches man aber dann natürlich ausschaltet, sondern kein Smartphone jetzt da mitnehmen und zwischendurch dann immer irgendwelche Fotos oder Videos machen oder Nachrichten lesen, darum geht es nicht, sondern dann wirklich bei sich ankommen. Und allein dieser Spaziergang, dieses mit sich selbst beschäftigen, das hat die Beziehungen zu den Kindern wesentlich verändert und es wurde eine ganz harmonische Beziehung, die Eltern dann nachher hatten zu ihrem Kind. Und die ganzen Problematiken haben sich quasi in Luft aufgelöst, diese Differenzen, die sie hatten. Das geht nicht von heute auf morgen. Also das waren jetzt schon, ich weiß es gar nicht, wie lange die Eltern das gemacht haben. Ich glaube, das waren so um die 6 Wochen oder so. Also man muss das schon tatsächlich öfters machen. Aber es hat wirklich denen, die da mitgemacht haben, die davon berichtet haben, sehr, sehr gut getan. Ihre Kinder wieder mit anderen Augen zu sehen. Ja, und so etwas fällt mir natürlich auch nicht umsonst ein. Auch das hat mir jetzt Engel Opal geschickt. Vielleicht ist das eine Möglichkeit für dich, ne, um auf deine Kinder wieder zuzugehen, ne, und sie mit anderen Augen betrachten zu können. Ja, genau. Sehr schön. Ja, eine wunderbare Botschaft, die du bekommen hast, finde ich. Und auch so, ja, einfach schön, ne? Wenn die Schutzengel sich zeigen, das finde ich immer klasse. Ich finde das toll. Also, jetzt weißt du, dass einer der Schutzengel deiner Kinder Opal heißt. Wir alle haben ja mindestens 2 Schutzengel. In Wirklichkeit sind es natürlich sehr, sehr viele. Und einer davon heißt Opal. Sehr schön. Ich wünsche dir eine tolle Zeit mit dieser Botschaft und kontaktiere natürlich auch diesen tollen Engel, wenn du Unterstützung brauchst. Viel Freude wünsche ich dir diese Woche daran. Jetzt geht's weiter. Und wenn du dich vorhin für die 2 entschieden hast, dann schau mal, wer wieder bei uns ist. Grace und Antoinette. Die 2, die sind jedes Mal dabei, wenn ich dieses Kartenset heraushole. Das ist so spannend. Ja, und diese beiden Engel, sie haben folgende Information für dich. Um diese Situation zu heilen, betrachte den Standpunkt des anderen voll Mitgefühl. Also, es geht darum, wieder einen Schritt zurückzutreten und dir einen neuen Blickwinkel zu verschaffen. Erst wenn wir das große Ganze sehen, dann ja, können wir auch eine Entscheidung fällen. Das ist immer wichtig. Oft sind wir so vorschnell und bewerten Situationen, bevor wir das große Ganze betrachtet haben. Und das ist so wichtig, sagen Grace und Antoinette, dass wir das machen. Und rausgehen aus der Wut und aus dem Ärger, sondern ins Mitgefühl gehen. Also betrachte die Situation aus dem Herzen heraus, nicht nur mit den Augen, mit deinen Gefühlen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Genau.
Es geht nicht darum, dass wir Dinge, die uns widerfahren sind, einfach herunterschlucken und verzeihen. Darum geht es nicht. Das sagen die zwei noch mal ganz deutlich. Wir müssen böse Dinge nicht gutheißen. Es ist nicht richtig. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, dann darf er oder muss er dafür auch bestraft werden. Das ist so. Das ist auf eine Aktion folgt eine Reaktion. Und deshalb geht es jetzt nicht darum, einfach die Geschehnisse immer in Liebe anzunehmen und gut zu heißen sozusagen. Ne? Darum geht es nicht. Genau. Also Bestrafung natürlich in dem Sinne, also es gibt ja eine irdische Bestrafung. Auch wir sind ja hier auch an unsere Gesetze im Moment gebunden. Und das ist auch wichtig so. So ein Straftäter, wenn da jemand irgendeine Bank überfällt oder einen Menschen ausräumt oder tatsächlich sogar vergewaltigt oder umbringt, das ist nicht in Ordnung. Und dafür braucht es auch eine irdische Strafe. Ja, das ist ganz wichtig. Wir können da nicht sagen, auch diesen Menschen sende ich meine Liebe. Das ist so eine dunkle Tat, die gehört vernichtet. Diese Wesen, die da diesen Menschen ergriffen haben, denen brauchen wir keine Liebe schicken. Funktioniert nicht. Die müssen wir vernichten. Ja, genau. Menschen tatsächlich würden keinem anderen Menschen etwas antun. Denn wir alle sind ja Liebe. Alle Menschen, alle Tiere, wir sind aus der Liebe geschaffen worden. Das hat immer was mit dunklen Wesenheiten zu tun, wenn so etwas passiert. Genau. Hier geht es auch mehr um Unstimmigkeiten, wenn ihr verschiedene Ansichten habt zum Beispiel. Ne? Darum geht es auch nochmal. Ja. Das ist ganz wichtig. Ne? Das ist richtig. Ja, so. Okay. So, bitteschön. Jetzt, wenn du dich für die Karte Nummer 3 entschieden hast, dann ist dieser wunderschöne Engel an deiner Seite, Engel Vanessa. Triff deine Entscheidung, indem du dich fragst, welcher Weg bringt mich meinem göttlichen Aufgaben näher, welcher bringt mich eher von ihr ab? Ja, also da bekomme ich von Engel Vanessa ganz klar den Impuls, gehe in die Ruhe, schaue dir das an. Schaue dir den Weg an, ne? Die Frage, die du hast, die Situation, in der du steckst, diese Entscheidung, die es zu treffen gilt, schaue sie dir genau an und lass dir von den Engeln, von Engel Vanessa, die gerade diese Woche, die möglichen Konsequenzen zeigen, die deine Entscheidung mit sich trägt. Genau. Und frage sie natürlich auch, ne? Welcher Weg ist der richtige, welcher bringt dich deiner göttlichen Aufgabe näher? Und falls dir deine göttliche Aufgabe gar nicht bewusst ist, falls deine Lebensaufgabe sich noch versteckt und du noch keinen Zugang zu ihr gefunden hast, kannst du natürlich mit Engel Vanessa in Kontakt treten. Du kannst auch mich mit beauftragen, mich mit ins Boot holen sozusagen und wir schauen gemeinsam hin. Ja, genau. Das darfst du sehr, sehr gerne machen. Ja,
Genau. Ja, es gibt gar nicht mehr zu sagen. Denn, ja, es gibt nur dieses Entweder-Oder. Was Engel Vanessa auch noch zusätzlich jedoch sagt, ist, es ist egal, wie du dich entscheidest. Sie liebt dich trotz allem. Na, also du brauchst jetzt keine Angst haben, dass sie dich im Stich lässt oder dein Schutzengel oder wer auch immer von den Engeln. Niemand wendet sich von dir ab, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, die dich erstmal, sagen wir, abbringt von deinem Weg. Mir ist das früher auch so gegangen, dass ich die vielen Hinweise nicht erkannt habe einfach. Und ich bin so viele Umwege gegangen. Wow, also hätte ich das damals nicht gemacht, hätte ich andere Entscheidungen getroffen, wäre ich viel schneller an diesem Punkt, wo ich heute bin. Natürlich hätte ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Ne? Sie machen uns ja auch aus, diese Erfahrungen, ist auch nochmal wichtig. Und ja, jetzt bin ich trotzdem hier. Ne? Etwas später als wahrscheinlich ursprünglich vorgesehen natürlich. Trotz allem bin ich jetzt hier. Und so wird es dir auch gehen. Ne? So, dein Schutzengel wird dir immer wieder, und dein Geistführer, sie werden dir immer wieder Wege zeigen, Möglichkeiten der Entscheidungen bringen, sozusagen, dass du deiner Lebensaufgabe, der Erfüllung deiner Lebensaufgabe immer näher kommst. Ja. Also, setz dich nicht unter Druck, geh in die Ruhe und lass dir die Antworten zeigen. Genau. Aus dem Herzen heraus. Wunderschön. So, wenn du dich vorhin für die 4 entschieden hast, dann ist Engel Rosetta an deiner Seite. Du hast die Gabe, mit jungen Menschen zu arbeiten. Deine göttliche Aufgabe beinhaltet, Kindern zu helfen, sie zu unterrichten oder aufzuziehen. Wunderschön. Ja, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ich glaube, in den nächsten Jahren, auf längere Sicht hin, werden immer mehr Menschen sich dieser Aufgabe bewusst werden. So. Und es ist einfach wunderbar, ja, Kinder zu begleiten auf ihrem Lebensweg und ihnen, ja, und sie einfach zu unterstützen, ja, und ihnen die Liebe der Urquelle nahezubringen, der Engel und der Naturwesen. Und wir können das auch. Wir können auch es verhindern, dass sie diese Verbindung verlieren. Das ist so wichtig, dass die Kinder diese Verbindung beibehalten. Damit sie nicht wie viele Erwachsene erst anschließen oder wie viele Menschen erst im Erwachsenenalter diese Verbindung wiederherstellen müssen. Wir alle sind ja mit so viel Potenzial ausgestattet. Und Kinder, gerade in jungen Jahren, die sind noch so angebunden mit der Quelle. Und dann kommen wir Erwachsene und ja, zerschneiden dieses Band leider. Weil wir es nicht besser wissen. Mittlerweile bin ich natürlich auf einem ganz anderen Weg. Und nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch bei meinen Kindern Dinge gesagt, die nicht in Ordnung waren. Genau. Es ist ja nur wichtig, oft bekommen ja wir auch zu hören oder werden Kindern gesagt, das ist nicht richtig, das kann nicht sein und du spinnst oder sowas, wenn sie davon sprechen, von einem imaginären Freund zum Beispiel.
ne, dass es hier keinen gibt. Wenn sie erzählen, da im Schrank, oh, da wohnt ein Ungeheuer oder so, und wir Erwachsene sehen die nicht, dann werden diese hellsichtigen Wahrnehmungen oft eingeschränkt. Sie werden unterbunden, ganz unbewusst, weil wir Erwachsenen es ja nicht sehen, nicht wahrnehmen. Und dann, ja, hier ist nichts und das stimmt nicht. Und jetzt lass deinen Freund mal, für den decken wir keinen Teller auf. Der ist nicht echt. Ne? Und so bringen wir die Kinder leider immer davon ab, immer mehr davon ab, von dieser göttlichen Anbindung. Und Engel Rosetta sagt, es ist deine Aufgabe, den Kindern dieses wieder zu vermitteln, sie wieder, ja, ihnen wieder zu helfen, ihnen diese Anbindung wieder zu geben. Und Kinder sind natürlich sehr, sehr aufgeschlossen dafür. Wir haben das geschafft. Ne? Meine Jungs haben diese Anbindung noch. Sie sprechen mit den Tieren, sie sehen die Engel, sie sehen die Naturwesen, sie kommunizieren mit den Pflanzen und Bäumen. Und machen Heilungsarbeit. Sie unterstützen mich auch manchmal in meiner Arbeit bei bestimmten Klienten, vor allen Dingen bei Tieren. Na, das ist wunderbar. Und es ist so, so besonders. Also ich finde gerade Kinder, also ich kann gerade ja nur von meinen sprechen, aber das ist nochmal eine ganz andere Energie. Die ist so, so mega kraftvoll. Das ist der Hammer. Ja. Genau. Ja. Genau. Also, schau mal, wie du den Kindern helfen kannst. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, bei dir im Ort etwas anzubieten für die Kinder. Vielleicht bist du dran, sowieso gerade am Überlegen, deinen Beruf zu wechseln. Vielleicht ist auch der Erzieherbereich für dich interessant. Oder ihr überlegt vielleicht gerade auch, ein Kind bei euch aufzunehmen in der Familie. Vielleicht denkt ihr über Adoption nach. Na, all das meint Engel Rosetta damit. Das muss jetzt nicht immer im Großen sein. Vielleicht ist es auch, dass du als Therapeutin, ne, als Kinder- und Jugendtherapeutin arbeiten möchtest. Es gibt so, so viele Wege. Mit Musik. Ne, Musik für Kinder machen. Spezielle Musik zum Beispiel. Kommt mir auch gerade noch rein. Engel Rosetta hat mich auch, sehe ich gerade hier, eine Flöte, auf der sie spielt. Genau. Also, lass dir von ihr zeigen, welches dein Weg ist. Ne? Wie kannst du die Kinder unterstützen? Ja, genau. Wie kannst du mit ihnen arbeiten? Wunderschön. Auch da empfehle ich dir, in die Ruhe zu gehen und in eine Meditation mit Engel Rosetta Kontakt aufzunehmen und dir, ja, zeigen zu lassen, was sie genau meint. Ne, und wie es aussehen könnte, dass du den Kindern optimal hilfst. Ja, genau, wunderbar. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das gleich diese Woche vonstatten geht, sondern dass es in eine vorbereitende Arbeit erstmal ist. Ne? Vielleicht ist diese Lebensaufgabe, ist es wichtig, dass du das jetzt erstmal weißt. Das ist deine Aufgabe und sie wird zu einem späteren Zeitpunkt aber erst umgesetzt werden. Das kann natürlich auch sein, dass es jetzt erstmal alles vorbereitet wird, du dich darauf einlassen darfst, auf diese neue Information oder auf diese Information und dieses Aufgabenfeld. Ja, genau. Sehr schön. Ja, wunderbar. Also, es sind richtig schöne Botschaften. Und wenn du Fragen dazu hast, zu deiner Botschaft von den Engeln, dann schreib mir in die Kommentare oder melde dich bei mir. Du findest ja, wie du weißt, alle Informationen im Beschreibungstext. Genau. Und falls du noch nicht angemeldet bist bei meinem Online-Seminar Tierkommunikationen lernen, dann darfst du das gerne tun. Im Februar ist es ja soweit. 17. und 18. Februar startet mein
oder ja, ist mein Online-Seminar Tierkommunikation lernen und ich lade dich sehr herzlich dazu ein, daran teilzunehmen. Genau, auch diesen Link findest du im Beschreibungstext und ich habe noch einen tollen Link für dich, der fällt mir jetzt gerade ein. So, da bin ich wieder. Jetzt hat die Kamera sich ausgeschaltet. Nach 30 Minuten schaltet sie sich leider immer automatisch aus. Okay, also, ich habe erwähnt, dass ich auch noch einen weiteren speziellen Link für dich habe. Und zwar von meiner lieben Kollegin Nadja Haffendörfer. Sie bietet am 28. Januar 2024 ein Chakrenseminar an. Ich werde auch daran teilnehmen. Und wenn du daran teilnehmen möchtest, dann folge einfach in der Beschreibung dem Link. Und in diesem Seminar, da geht es darum, dass deine 12 Chakren wieder richtig gereinigt werden, aktiviert werden und vor allen Dingen auch, dass du ganz viel darüber erfährst. Ne? Welche Bedeutung haben diese Chakren? Welche Engel unterstützen diese Chakren, ne? Wirken auf sie ein? Und ja, wofür sind sie zuständig? Was kannst du tun, damit du deine Chakren immer in Balance hast und harmonisch, genau, ausgeglichen hast, sozusagen in Harmonie hast und dass sie dir optimal für dich arbeiten, so muss ich sagen. Genau, also dieses wunderbare Seminar für nur 9,99 Euro, das bekommst du bei Nadja Haffendörfer und wie gesagt, der Link ist auch in der Beschreibung zu finden. Ja, auch ich freue mich, wenn du da dabei bist. Dann treffen wir uns dort im Online-Chatraum. Genau, das ist nämlich auch ein Online-Angebot. Und ich bin sehr gespannt. Es werden bestimmt viele Teilnehmer da sein. Es wird wunderbar werden. Ich habe mir das übrigens bestellt bei den Engeln. Ich habe das schon längeres Mal gesehen und ja, und dann gesagt, ach, das wäre doch toll, wenn dieses Seminar mal wieder stattfindet. Und jetzt, siehe da, findet es wieder statt am 28. Januar 2024. Genau. Und dann im Februar mein Online-Tierkommunikationsseminar. Tierkommunikation lernen. Genau. Also, ein wunderbarer Start, der nächstes Jahr dann losgeht. Ne? Ein Seminar jagt das andere, ist das verkehrte Wort. Aber folgt dem anderen und es wird wunderbar werden. Na, da können wir nur von profitieren und ja, noch mehr zurückfinden zu unserer ursprünglichen Kraft. Die dürfen wir alle nutzen und ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich, dass dieses Jahr jetzt so langsam zu Ende geht. Das war ein sehr, sehr energetisch auffüllendes Jahr, muss ich sagen. Und es ist immer noch. Ja, genau. Ich bin gespannt auf 2025. Ja. Genau. Also, du schreib mir doch gerne auch einmal in die Kommentare, wie du dieses Jahr bis jetzt empfunden hast. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch was mache, so zum Abschluss von 2023. Ich lasse mir mal was einfallen, beziehungsweise ich bespreche das mal mit den Engeln. Jetzt verabschiede ich mich von dir. Ich wünsche dir einen wunderbaren, gesegneten Tag. In der Liebe und im Licht der Urquelle. Und bis zu meinem nächsten Video wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Alles Liebe, deine Barbara Masur. Tschüss!